Das ist Lisa. Lisa hat keine Zeit mehr, ihre Überweisung in die Bank zu bringen. Ihr Berater Tim hat einen tollen Vorschlag für sie. Online-Banking. Alles, was sie dafür braucht, ist ein Online-Banking-Vertrag, einen smarten Fotoleser, einen VLNet-Key und eine PIN. Diese bekommt Lisa in zwei separaten Schreiben. Zu Hause öffnet Lisa die Internetseite www.myfoba.com. Oben rechts befindet sich der Login-Button. Dann öffnet sich ein neues Browserfenster. Hier gibt Lisa dann den VLNet-Key und die PIN ein, die sie von ihrer Bank erhalten hat. Jetzt wird Lisa aufgefordert, ihre Erst-PIN zu ändern. Ihre neue PIN kann sie sich selbst auswählen. Allerdings hat sie da einige Regeln zu beachten. Nach Eingabe der gewünschten PIN klickt Lisa auf Eingabe prüfen. Jetzt muss sie das Ganze mit einer TAN bestätigen. Hierzu braucht sie ihren Smart-TAN-Fotoleser und ihre Karte. Sie steckt die Karte in den Smart-TAN-Fotoleser und hält ihn vor den Farbcode. Dann betätigt sie die Scan-Taste. Der Laser fotografiert sich den Farbcode ab und generiert daraufhin eine TAN. Diese TAN tippt Lisa dann in das Feld am Computer ein. Die Erst-PIN-Änderung hat erfolgreich geklappt. Mit dem VLNet-Key und ihrer neu gewählten PIN kann Lisa sich nun anmelden. Lisa freut sich, dass sie ihre Bankgeschäfte jetzt auch von zu Hause erledigen kann.